Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ein Buch, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt für euch. Beziehungsweise es ist jetzt kein Roman oder sowas, sondern es ist ein Buch, passend zu Valentinstag, der heute ist. Ein Buch, das ihr selbst ausfüllen könnt und eurem Liebsten verschenken könnt. Ich habe mich nämlich für Was ich an dir liebe hier entschieden. Das ist im Riva Verlag erschienen, hat glaube ich 9,99 Euro gekostet und hat 96 Seiten. Das Ganze gibt es auch noch in mehreren anderen Varianten. Was ich an dir liebe Mama, was ich an dir liebe Papa, was ich an dir liebe Opa, Schwester etc. Und dann gibt es auch noch welche für die beste Freundin, aber da heißt es dann, was ich an dir mag. Ich packe euch einfach alle Bücher, die ich jetzt gerade auf Anhieb finde, unten in die Infobox. Da könnt ihr mal durchklicken und vielleicht wäre es ja eine schöne Geschenkidee für euren Liebsten oder eure Liebste oder eure beste Freundin, Mama, Papa, wen auch immer ihr beschenken wollt. Das Buch geht los mit der ersten Seite und da heißt es dann, das Buch wird ausgefüllt von, für, wie lange ihr zusammen seid. Und das nächste ist einfach super schön, da könnt ihr nämlich euer Herz ausmalen. Ich zeige euch das Ganze nachher noch in Nahaufnahme. Und ich habe es mal durchgeblättert, ich habe auch schon angefangen, es für meinen Liebsten auszufüllen. Da ist zum Beispiel dann eine Seite, die habe ich schon ausgefüllt, wenn ihr das seht. Da steht dann einfach, mit anderen rede ich von dir als Mr. oder Matti. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten, die ihr für euren Liebsten ausfüllen könnt. Wenn man unsere Vornamen vermixt, gäbe es diesen Namen, Yuma und lauter so schöne Kleinigkeiten. Dann gibt es natürlich nicht nur Sachen zum Ausfüllen bzw. zum Schreiben, sondern auch zum Malen. Ich gucke mal gerade, ob ich das finde. Ah ja, hier. Wie es in mir aussieht, wenn ich an dich denke. Da könnt ihr dann ein schönes Bildchen hinmalen. Dann gibt es natürlich noch andere Sachen zu malen, zum Beispiel diese Seite hier. Hier kann man unser Traumhaus malen oder hier, wo das Haus stehen würde, in welcher Landschaft. Also ihr könnt euch in dem Buch richtig schön kreativ austoben. Dann zum Beispiel noch sowas, unser allererster gemeinsamer Kinofilm. Da kann man dann natürlich auch schön was malen. Was natürlich noch cool wäre, wenn man von dem ersten Kinofilm die Kinokarten hätte. Die könnte man dann zum Beispiel hier einkleben. Und dann sind zwischendrin noch super schöne Zitate, wenn ich jetzt auf Anhieb eins finde. Hier zum Beispiel. Da steht dann, es gibt nichts Schöneres als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst, von Victor Hugo. Wer das Ganze ausfüllen möchte, braucht natürlich einiges an Zeit. Es sind 96 Seiten auszufüllen und das Ganze soll ja auch mit Bedacht ausgefüllt werden und nicht einfach nur hingekritzelt werden. Es soll nämlich dem anderen auch gefallen. Die Seite ist auch noch witzig. Ich würde dich sogar lieben, wenn du so aussehen würdest. Ich glaube, da male ich ein kleines Monster rein. Also ich finde, das Buch ist eine richtig schöne Idee, um seinem Liebsten einfach mal zu sagen, was man genau an ihnen mag. Also da ist ja wirklich jetzt alles dabei von, das war unser erster Kinofilm, daran denke ich, wenn ich einen Sonnenuntergang mit dir sehe, daran denke ich, wenn ich dich ansehe, das ist meine liebste Stelle an dir. Was ich auch noch richtig cool finde, ist diese Seite hier. Das ist zum Beispiel, so würde unser Familienwappen aussehen. Was ich da reinschreibe, weiß oder reinmale, weiß ich auch noch gar nicht. Auf jeden Fall muss eine Hundepfote für Lana rein. Und ansonsten werde ich mir jetzt die Zeit nehmen und werde ein bisschen das Buch ausfüllen. Ich möchte es meinem Liebsten nämlich zu Valentinstag schenken. Wenn ihr das Video seht, dann hat er das Buch natürlich schon. Aber ich konnte das Video ja nicht vorher hochladen, damit er nicht sieht, was er bekommt. Eigentlich haben wir nämlich gesagt, wir schenken uns nichts. Aber ganz ohne geht es natürlich auch nicht. Vor allem, weil ich den Abend leider nicht mit ihm verbringen kann. Also wie ihr seht, ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Ich bin auch nicht vom Verlag oder von sonst jemandem gesponsert worden, das in die Kamera zu halten. Ich habe es wirklich mit meinem eigenen Geld gekauft, weil ich es einfach für eine super schöne Idee fand. Im Alltag sagt man sich leider viel zu selten, wieso man sich mag oder dass man sich mag. Im Alltag geht einfach so vieles unter. Und auch wenn ich den Valentinstag normalerweise nicht so zelebriere, also ich erwarte jetzt nicht, dass ich Schokolade kriege oder Blumen oder sonstiges, aber ich finde, es ist ein Tag, an dem man sich einfach mal die Zeit nehmen kann, seinen Liebsten zu sagen, dass man sie mag und einfach eine schöne Zeit miteinander zu haben. Da ist auch noch was, das ist richtig schön. Wenn ich eine Playlist für dich zusammenstellen würde, dann wären folgende Songs drauf. Ich finde, jedes Paar hat ja auch so seine Songs, die, wenn man sie hört, einen an den anderen erinnern oder an die gute Zeit, aber auch an die schlechte Zeit. Und ich finde, in Beziehungen gehört das auch einfach dazu, dass es mal ein paar
Regentage, paar wolkige Tage gibt. Mit diesen moralischen Worten verlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. Ansonsten, wie immer, ab in die Kommentare, was euch bedrückt, was ihr gerne sehen würdet. Ihr findet mich natürlich auch auf Instagram und Facebook. Schaut da gerne auch mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.